Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal haben wir begonnen, Deneb aufzusaugen wie so ein Schwamm. Haben dieses Gebiet da daneben erobert. Malaik, oder keine Ahnung, wie das heißt. Jetzt müssen wir ein bisschen rasten. Aber danach geht es weiter Richtung Bandlingen. Und von Bandlingen dann weiter nach Neim beziehungsweise Feolin. Also eigentlich wollen wir alles erobern im Endeffekt. Aber gut, ja, das kommt dann schon noch schneller, als man denken würde. Ja, jetzt zunächst einmal. Ja, vielleicht. Warte mal, wieso ist das grün? Es dürfte nie und nimmer grün sein. Ach so, das ist in Deneb, deswegen ist es grün. Das ist ja in Anarchie. Gut. Okay, das stimmt ja, das kann auch gar nicht stimmen. Ich habe da drei Schiffe. Und da sind nur zwei. Das ist nicht stärker als das, was bei mir rumhängt. Finde ich okay. Finde ich nicht okay, dass du mir sowas sagst. Das macht mir nur Angst. So, schaut's mal. Und schon ist wieder eins weniger. Sehr gut. Allerdings sollten wir unsere Schiffe langsam dann zur Reparatur schicken. Hey, eine Wahl. 41 zu 30. Wir sind noch nicht Sieger, aber fast. Schauen, Kessel und Zindu haben auch vollkommen für mich gestimmt. Dafür mag ich sie. Buh, böses Creme. Ich kontrolliere derzeit 30, habe noch 7 Kolonien, sind 37 und 4 kommen aus Zindu. Die sind fast eine Kolonie. Your Excellency, I'm pleased to report that a monument has been erected to commemorate our lead in the Council of Governors. Na schau an, das ist aber lieb von Ihnen. Wir haben eine Artillerie und einmal Guards und 4 Clipper gebaut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es sind ein Haufen feindliche Schiffe überall. Gut. Ah, hey, da gibt es ja noch Kohle. Wo war denn das jetzt? Welches Gebiet ist denn das? Ist das Hurschen? Zazi. Wieso bietet mir Zazi keine Kohle an, wenn die da Kohle haben? Finde ich nicht richtig. Na gut. Soll sein. Gut, die Bretter holen wir auch nach Hause. Wir brauchen jetzt gar nichts ganz dringend daheim. Von dem, was wir hier haben. Das heißt, wir werden da mal auf 50, 25, 25 gehen. Auf 26 raufbringen und dann mehr Holz oder mehr Schafe. Ah, mehr Schafe mal. Davon haben wir noch relativ wenig.
58 ist noch weit davon entfernt, das vollständig auszufüllen mit unseren Schafen. Gut. Dann machen wir mal 2 und 3. Und einen machen wir. Zu sowas, nein, zu sowas natürlich. Und noch einmal 2. Voll, 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 auch voll. 40 können wir da produzieren. Bauen wir das auch aus. Und das bauen wir auch aus. Und da machen wir 8. Wir brauchen Kohle. Das wird wichtig sein. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? So, du hast hier nichts gefunden. Oh, da könnten wir noch schauen. Ah, ja. Wir haben das da angebunden. Was machen wir als nächstes? Wir könnten da noch ein Lager herbauen und darauf bauen, damit wir das da auch noch kriegen. Das erscheint mir sehr wenig abwegig. Okay, du kannst das weiter ausbauen. Nachdem uns das alles gehört, ist das okay. So, die hier gehen mal nach Deneb. So, die gehen dorthin, sollte irgendjemand irgendwo anlegen, was nicht so ausschaut. Die sind alle sehr friedlich. Die haben alle Angst vor meinen Armeen, weil sie alle so eingegangen sind. Gut, dann wartet ihr mal. So, wie schaut's bei euch aus? Seid ihr schon geheilt? Noch nicht ganz. Aber bald. Jetzt noch eine Runde. Was ist mit euch? Seid ihr geheilt? Mehr oder weniger. Wir gehen weiter nach Bandlington. Oder Bandlingen. Das bietet uns einen Haufen Kohle, Bandlingen. Mit einem Hafen ist es außerdem ausgestattet. Das heißt, perfekt eigentlich geeignet, um die Kohle nach Hause zu bringen. Was auch immer du meinst. Es bietet mir Hurschenkohle an, es bietet mir Zazi Eisen an. Wieso bieten sie mir keine Kohle an? Die haben Kohle. Ja, bitte mach du das. Hey, da steht sogar ein Dings. Sowas drinnen rum. So, schauen wir mal. Normalerweise sollte das kein großartiges Problem darstellen, dieses Gebiet auseinanderzunehmen.
Schade. Okay, machen wir dem Ganzen ein Ende. Ja, und wir haben natürlich wieder was abgekriegt. Aber nichts, was nicht ein bisschen Heilung retten würde, könnte, sollte. Okay. Wir machen aufgrund der Overseas Profits bereits 4.400 Profit. Das ist circa genauso viel, wie wir einkaufen. Und wir verkaufen im Wert von 60.000. Bist du wahnsinnig? Das ist irre. Ja, und überall sind irgendwelche bösen Schiffe, die uns eh nichts tun. Ist okay. Gut, da haben wir auch nichts gefunden. Mal daher suchen. So, eine neue Feldartillerie. Die könnten wir zu den zur Eingreiftruppe schicken. Die haben nämlich erst zwei. Gut, ihr seid vollzählig wieder. Das heißt, mit euch greifen wir als nächstes Bergen an. Da haben wir auch wieder Kohle. Ausgezeichnet. So, und da haben wir jetzt die Truppen, die wir letztens aus der Hauptstadt gekriegt haben. Die schicken wir nach Bandlingen, weil in Bandlingen die Truppen müssen sowieso zumindest eine Runde stehen bleiben, bevor sie weitergehen können. So, wir sollten jetzt hier viel, viel mehr Kohle transportieren können. Hurra! Kohle, Kohle, Kohle. Oh, wir haben auch sowas. Das ist ja cool. Und da ein bisschen weg. Das ist ja supi. Pfeif auf das Holz. Wenn wir Lattenröste und Stühle heimtransportieren können. Okay. Und 8 auch voll. Ah, nein, dumm. Wir müssen uns ein paar Sachen aufheben für die Transportkapazität, die wir ja auch raufsetzen müssen. Ah, wartet mal. Nein, das ist blöd. Wenn sie runtergehen noch. Weil die zwei müssen wir auf jeden Fall aufrüsten. Und dann holen wir uns 4 neue Leute. Ah, vielleicht sogar 6. Da verkaufen wir einfach alles. So, wie schaut das aus? Na, wir haben noch immer zu wenig Kohle, aber ab der nächsten Runde sollte das besser werden. Hey, Zazi bietet uns jetzt doch noch Kohle an. Ich bin beeindruckt.
Nein, das sollte ich selber aufstellen. Ah, okay, da sind nur vier Artillerien drinnen. Das gibt Schlimmeres. Okay. Drei, vier. Oh, wir haben wirklich, wirklich viele von diesen Kanonen. Ich überlege gerade, sollen wir da reinrennen mit dem Pferd? Wow, zwei haben auf ihn geschossen. Gut. Noch einmal zwei geschossen. So, damit hätten wir die Schüsse abgefangen, alle. Ist eh klar, dass der zuerst dran kommt. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn es einer gewesen wäre, der vorne steht, so wie er hier. Ja, Mist. Nein, der trifft das nicht. Ärgerlich. Sehr gut, zwei von den Dingen haben wir schon mal erledigt. So, du bleibst stehen. Du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Sehr, sehr schön. So, es ist gut, Freunde. Die Feiglinge schicken die Milizen vor, ist eh klar. Mist, da komme ich nicht durch mit denen.
glaube, die sind jetzt hier alle hinüber. So, 9 Units gekillt. Und wir werden angegriffen. Okay, das machen wir selber. Das machen aber die. Ja. So. Könnten wir bitte da weiter vorgehen und diese Dinger abschießen? Gut. Nein, er greift Chelsea an. Ist okay. Oh. Wenn wir da jetzt vorgehen, werden wir abgeschossen. Okay. Was? Patagon? Wo kommen denn die her? Sind die da angelandet? Ja, aber lang sind die dort nicht auf jeden Fall. Ja, okay. Mehr böse Flotten. Ja, kaufen wir das auch. Schauen wir uns an. Jo, dann bauen wir mal da ein Dings her. Du machst da auch weiter. Du machst da weiter. Du kannst jetzt nicht da ausbauen. Ihr bleibt da. Ihr erholt euch ebenfalls. Wie geht's euch? Oh, schaut gut aus. Das heißt, wir können mit euch schon weiter angreifen. Gehen wir nach Feolin oder nach Nein, machen wir mit Nein weiter. So, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Vor allem mit denen, dass Chelsea da angreifen. Nö. Vielleicht sollten wir mit denen da Chelsea angreifen. Denen zurück nach Deneb gehen und Chelsea attackieren. Chelsea wäre deswegen wichtig, weil die haben da wirklich tolle Gebiete für uns gebracht. So, Chelsea will ich eigentlich nicht verlieren. Ihr. Geht doch bitte mal hierher. So. Das voll. Das auch voll. Ebenfalls voll. Also alle Industriegüter haben wir jetzt voll und auch die Wolle. Ah, verstehe, wir haben da ein bisschen was verloren. Durch das wir Chase verloren haben, kriegen wir weniger Wolle. Grrr. Und auch weniger Holz. Aber Holz ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist Essen. Und Eisen haben uns auch noch ein bisschen mehr. So, schauen wir mal. Ironclads. Yay, wir können eine Ironclad wieder bauen. Das sollten wir auch wieder ausbauen. Jetzt können wir nämlich mehr. Jetzt haben wir nämlich mehr Eisen und mehr Kohle. So.
So, dann haben wir noch so einen. Und noch sowas. Die restlichen bauen wir da auch aus. Und wir holen uns wieder noch einmal 6 Leute. Boah, wir produzieren sowas von über, das ist unglaublich. Wir sind so ein überschwemmendes Etwas, was den Markt betrifft. Das ist unfassbar. Na gut, eine Runde noch. Ja, was auch immer du mir damit sagen willst. Ah, jetzt wo wir das gekauft haben, das... Was? Camps Task Force in Strait of Kindu of one vessel under orders to patrol. Nein! Der hat 10 Clipper gecaptured, das ist aber nicht nett. Das trage ich ihm aber nach. Das weiß er hoffentlich. Autsch. Das ist ja fast schon ein Verlust. Ich habe diese Runde nur 50.000 plus gemacht. Vor allem die 10 Schiffe gehen mich an, dass ich verloren habe. New invention. Oil discovered. It can be drilled. Sehr gut, sehr gut. So. Was haben wir da bei dir? Was könnten wir noch kaufen in Zazi? Können wir noch dieses Feld kaufen? Da haben wir schon alles gekauft, was man kaufen kann. In Issa. Ach so, warte mal, der Prospektor. Das ist ja gut. Der kann jetzt nach Öl suchen. Noch nicht. Erst nächste Runde. Wenn wir das gekauft haben, was wir jetzt sofort tun. Ja, kurz für alle, die es noch nicht wissen. Ab jetzt können wir Öl finden. Öl ist deswegen ganz toll, weil... Mit dem Öl können wir Treibstoff herstellen und das Treibstoff gilt auch als Arbeitskraft. Also den können wir in einer Fabrik zu, also in einer, nicht Raffinerie, in einem Kraftwerk zur Energie umwandeln und die wiederum können wir zur Arbeitskraft machen. Gut, haben wir hier schon alles durchsucht? Offensichtlich. Aber da noch nicht. Obwohl ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier noch viel finden werden. Aber gut, was soll's. So, vielleicht sollten wir noch einen weiteren Prospektor bauen. Jetzt, wo wir das wissen... Schauen wir mal in diesen Gegenden, ob wir noch irgendwas ausbauen können, aber das schaut irgendwie nicht so aus. Da sind wir schon überall auf Stufe 2. Bergmann. Was sollen wir mit dir tun? Du kannst nichts mehr ausbauen. Einstweilen zumindest mal. Ich weiß nicht, ob wir noch jemals auf Level 3 kommen können in dem Spiel. Ja. Schauen wir mal in den Gebieten, die wir erst kürzlich... Da
dazu gebracht haben, dass sie wieder frei sind. Da müssen wir auch noch urviel kaufen. Mist. Wenn ist er, haben wir nichts mehr zu kaufen. Also zum Bebauen, Bearbeiten ziehen du auch nicht. Na gut, dann bleibst du dort mal stehen derweil. So, diese zwei könnten wir eigentlich in der Hauptstadt lassen. Gut, ihr. Wenn wir irgendwo angegriffen hier. Nö, schaut nicht so aus. Keine Schiffe, die irgendwo anlegen. Nein, aber das haben wir da vorne auch nicht gesehen. Woher kamen diese Leute? Interessant. Gut, ihr bleibt einmal da. Wie geht's euch? Ihr müsst euch noch erholen. Und ihr. Ihr seid erholt, ihr werdet jetzt Chelsea zurückerobern. So, du gehst daher. Nein. Und ihr geht in den Hafen und erholt euch dort. Schaut ihr aus? Gehört eigentlich auch erholt. Ihr fahrt in den Hafen und erholt euch. Und du fährst daher. Tja. Wir brauchen mehr. Und noch ein Scout und noch eine Artillerie. Ja, und noch so einen. So eine Garde. Und da wollen wir auch noch voll weiter. Und vielleicht bauen wir jetzt einen neuen Prospektor auch dazu, damit wir nächste Runde anfangen können, relativ schnell Erdöl zu finden. Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen mehr Transportkapazität. Ah, und wir brauchen mehr Schiffe. Können wir da was bauen? Yep. Wir haben gerade 10 verloren. Bauen wir 14 nach. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.